Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. So. Ich muss mich für die letzte Folge voll entschuldigen. Da hatte ich einen absoluten Versprecher drin, was es betrifft. In meiner Ansage. Das ist mir aber erst hinterher aufgefallen. Na, ließ es sich natürlich leider auch nicht mehr ändern. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Vielleicht ist es auch gar nicht erst aufgefallen, dann ignoriert das Ganze. Ah, okay. So, wo sind wir stehen geblieben? Schwalbe. Wir sind hier stehen geblieben, dass wir den Kindern geholfen haben. Ich muss ganz kurz mal den Ton da so machen. So, jetzt. Und wir ziehen direkt weiter. Und auch mal noch ein herzliches Dank für 22 Abonnenten. Die, die meine Videos mitgucken, immer kommentieren. Ihr seid krass. Ihr seid endgeil. Beweg dich! So. Mir fällt gerade ein, ich wollte, glaube ich, irgendwo noch mal hin, ne? Ja, ist klar. Voll in das Pferd reingebackt hier. Sehr gut. Schwör ab, solange du noch Beine hast. Und okay. Eier. Boah, am liebsten wollte ich jetzt hier nur. Mag das nicht. Schwör ab, solange du noch Beine hast. Und Eier. Hä? Find da raus, was der Schwager das braucht. Schwör ab, solange du noch Beine hast. Und Eier. Mit braucht er Eier? Okay, okay, Level 9, das war vielleicht. Helft ihr? Oder haut ihr ab? Oh Gott, gegen Level 9, das ist. Das ist echt ein bisschen too much, merke ich gerade. Okay, Moment. Welches war denn das? Glaube ich das, ne? Ja, das. Oh, zu spät. Gibt's hier echt niemanden, der kämpfen kann? Okay, gegen Level 9er, da lässt sich echt nichts ausrichten. Da muss ich doch mal ganz fix weglaufen. Hier oben Soldaten. Huch, oh Gott. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Vielleicht werden wir uns ja einig. Okay, gegen Level 9er Ghouls haben wir keine Chance. Was ist mit dir? Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Was macht denn der hier? Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Alle Sünder werden im ewigen Feuer brennen. Nein! Ach, die fighten da hinten immer noch.
Scheiße, nicht, dass die hier die Leute umlegen. Das wäre so unklug. Ja, verdammt, ich hab den Kram angefangen. Ich müsste das eigentlich beenden. Aber das Problem ist halt, dass die auch übel mega krass stark sind. Und vielleicht kann ich die da irgendwie hochlocken? So dass die Soldaten damit angreifen? Natürlich nicht. Warum auch? Shit. Moment. Ne, Charaktere nicht. Könnte das sein? Tutorial auch nicht. Wirksamer Kampf. Hab ich sowas zu viele Geweise? Was ist das hier? Ölblut, nee, das brauche ich nicht. Hab ich zufälligerweise irgendwo Öl? So hier hoch, so, zack. Nein. Okay. Das ist bad. Verdammt, ich hab den Timer vergessen. Shit. Fällt mir jetzt gerade ein, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich habe beschlossen, keine 30-Minuten-Folgen mehr Großzeit zu machen. Sondern nur noch 20 bis 30. Was wahrscheinlich produktiver ist für euch und auch für mich. Schmeckt dir das, Silva? Oh Gott. Ach, falsch. Den falschen Trunk, ich muss den mal wieder rausnehmen, Donner. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt noch drin habe. Schreien hier mir ja nicht ins Ohr. Das ist ja fürchterlich. Die Frage ist natürlich nur. Ja, Donner, wie kann ich den wieder ablegen? Hab ich eigentlich noch irgendwas, um dann gegebenenfalls mich zu heilen? Nee, ne? Monsterhirn. Wirkungsdauer, beschleunigen die Regeneration von Ausdauer. Okay, nee, das wollen wir nicht. Okay, Meditation reicht auf jeden Fall. Wieder aufzutanken. Und die Viecher sind da immer noch. Ja, aber ich habe jetzt auf jeden Fall volle Energie. Oh, genau. Damit.
Komm doch her. Oh, es hätte nicht mehr viel gefehlt. Dämliches Scheißvieh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn ich das nehme, reicht das zum Energiewürfel? Ja. Okay, der hat das falsche Schwert in der Hand, merke ich gerade. Regeneriert er sich gerade? Und dann. Okay, gegen Level 9er, Gefeinde gegen 2er, da hast du keine Chance. Und der andere Spinner mit dem Schwert, der greift ja nicht an, der steht einfach nur dumm da und... Okay, das war natürlich auch eine Fehlaktion von mir, die Viecher anzugreifen. Mit Level 3. War vielleicht jetzt auch nicht so gut durchdacht. Mich würde interessieren, ich habe ja probiert mit dem einen Typen zu reden. Der wollte ja irgendwie nicht so direkt. Meinte nur verschwinde, sondern irgendwas mit Eiern, solange du noch Eier hast. Ich weiß nicht, ob er Eier fixiert ist. Oder ob er Eier braucht. Soll ich ihn Hühnchen bringen oder. Naja. Oh. Ups. Beruhig dich sonst. Oh, die sind da immer noch? Verdammte Scheiße. Ich glaube, die hauen da auch nicht ab. Passierscheine zu prächtigen Dienstbiberich. Das kann doch nicht wahr sein. Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Als ob du das schaffst. Toll, also... Naja, dem da kann ich jetzt gerade nicht helfen, das ist... Ich muss erstmal eine andere Quest annehmen. Das ist einfach ein Quintkarten, ne? Wie weit ist das? Ach, das ist aber auch nicht weit. Okay, ich will heute wenigstens noch irgendwas Produktives in dieser Folge machen. Irgendwas. Ein bisschen tut's mir auch leid, dass ich die da jetzt stehen lasse, aber ich... Die lassen sich ja nicht direkt zu den Soldaten hochlocken. Die Soldaten würden mit Sicherheit angreifen. Da hätte ich dann auch jemanden, der mit austeilt. Das wäre ja dann kein Problem, wenn man die zu zweit bearbeiten kann. Aber wenn da keiner irgendwie mal einen Mucks mitmacht, ist das schwer. Hier war ich doch schon. Schneller. Und hier sind recht viele Raben unterwegs. Das ist ein gutes. Schon langsamer. Oh, hier ploppt alles auf, okay.
irgendwie wurmt mich das gerade, dass ich die da so hab alleine stehen lassen, aber ausrichten kann man halt nichts. Das ist. Naja, wir kommen gestärkt, gehen wir wieder zurück. Und dann können wir die da wegeliminieren. Das schlitzen wir sie einfach auf und dann ist gut. Banditen, ne? Level? Hab ich jetzt nicht gesehen. Level 7, Deserteur. Wie viele sind's? 4. 5. Du kennst ja. Wie war denn das mit der. Ups. Ruhige dich. Ah, ernsthaft? Will der mich verarschen? Warte mal. Wie kann ich... Okay. So, jetzt muss ich nämlich mal gucken, wie ging das. Und... Zack. Dämlicher Spasti. Kann ich jetzt hinter mein Pferd hervorschießen oder schießt er dann direkt auf mein Pferd? Oh. Es lebe mein Pferd. Mann, ich sehe das. Das ist schlecht. Nimm den Kopf da weg. Okay, jetzt habe ich. Doch, ich habe noch Pfeile. Ich hab ihn getroffen. Jo, er liegt. Fantastisch. Sehr gut. Alter, ernst? Nee, er steht noch. Er steht noch ganz hinten, okay. Ernsthaft, will der mich rollen? Okay, und jetzt hat er anscheinend keinen Bock mehr. Der wird sich jetzt auch gedacht haben, oh nee, jetzt Pfeile leer. Lass uns morgen weiterspielen. Wir machen mal bis 6 Uhr. Ah, verdammt, wir sind jetzt schon bei mindestens 11 Minuten. Okay, wo sind sie? Da, ich will die auf jeden Fall wegmachen. Schwör ab, solange du noch Beine hast und Eier. Gibt's hier zwei mit? Gibt's hier ernsthaft zwei mit Bogen? Wirklich viel ziehe ich den ja nicht ab hier. Boah, der hat ordentlich ausgeteilt, der Typ. Er hat ihn angeschossen und einfach umgelegt. Wunderbar, wunderbar. Das war so göttlich von dir. Ups. Er hat leichte Zuckungen, mal wieder. Ach, verdammt, jetzt habe ich mich selber angezündet.
sieht auch nicht so ganz gesund aus. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Rezept haben wir ja sogar noch. So. Kommen wir hier rein? Oha, was liegt denn hier alles? Ich weiß gar nicht, wie sieht mein Inventar eigentlich aus? Ach, das sehe ich ja auch. 34 zu 60, okay. Achso, Licht. Nee, Licht kann man anlassen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Man weiß ja nie. So, okay. Mehr gibt's hier nicht. Zack. So, ich will jetzt auf jeden Fall noch ganz fix dahin. Einige, die Level 7er Banditen, die sind recht easy. Warum sind die dämlichen Ghouls, die zwei Level drüber sind, so extrem hart? Jemand hat meine Puppe geklaut. Das ist aber traurig. Das tut mir jetzt aber leid für deine Puppe. Komm schon! Warte, eigentlich können wir hier. Ups. Können wir hier absteigen. Und wenn die Tochter es bei uns findet! So, wir stellen uns am besten mal hoch. So, grüßen wir jetzt. Liebe Dudes und Dudins. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwo ein paar Infos für mich habt, wenn ihr sagt von wegen, ja, du brauchst das Schwert, damit kannst du Dudes besser töten und so weiter, dann haut das in die Kommentare rein. Ansonsten war es das für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche gediegen wieder. Von daher, lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende, haut rein. Ciao.